Ziemlich dreckig hier. Darunter scheinen irgendwelche Symbole zu sein, aber unter dem Dreck sind sie kaum zu erkennen. Hausmeister. Hausmeister. Muss ich jetzt hier komplett zurücklatschen, oder was? Der andere steht immer noch hier. Wo ist, wieso? Der scheint schon vom Dachs ermordet. So, jetzt die Hausmeister-Story. Ich kann dir als Spielleiter eine tolle Geschichte bieten. Echt? Kann ich da drin aufputzen? Ja? Am besten spielt das an einem total verdreckten Ort, wo ich heldenhaft putzen muss. Kennst du so einen hier? Ja. Ja, ich weiß genau, wo ich dir ein tolles Lab bieten kann. Mein Wischmopp ist hungrig. Los geht's. Soweit ich das verstanden habe, musst du jetzt eine spannende Geschichte erzählen und ich muss mit meinen Fähigkeiten darauf reagieren. Genau. Also, du schlüpfst in die Rolle von... dem Putzinator. Oberreinigungsgefreiten Roger. Oberreinigungsgefreitem Roger. Oh. Aliens haben das Raumschiff angegriffen, in dem du zur Crew gehörst. Ein einzigartiger Sternengenerator ist an Bord. Du bist nun das letzte lebende Crewmitglied. Das gefällt mir. Gerade so kannst du mit einer Rettungskapsel aus dem Raumschiff fliehen und landest auf einem seltsamen Planeten. Und den putze ich. Nein, dort begegnest du... einem kleinen pelzigen Wesen von Alpha Centauri. Einem schwebenden Kopf. Einem schwebenden Kopf. Und dann? Du kämpfst auf dem Planeten gegen ein fürchterliches Wesen und darfst dann weiterreisen. Das klingt jetzt etwas improvisiert. In einer nahen Stadt kaufst du dir ein kleines Raumschiff. Das geputzt werden muss. Du schaffst es, zurück zu dem Raumschiff mit dem Sternengenerator zu fliegen und es zu infiltrieren. Mit deiner ganzen Intelligenz trickst du die Aliens aus und schaffst es bis zum Sternengenerator, um diesen... zu putzen. Zu pimpern. Ja, zu putzen. Zu putzen. Das ist ja genau mein Ding. Wo ist der Sternengenerator, den ich putzen muss? Genau hier auf dem Boden. Dann lege ich mal los. Oberreinigungsgefreiter Roger putzt, um die Welt zu retten. Alter. So, und jetzt? Was? Jetzt hat er die Symbole freigeschaufelt und welche Symbole muss ich denn jetzt? Ja, welche Symbole muss ich denn jetzt? Was sind denn das für Löcher hier? Muss ich jetzt den Spiegel wieder wegnehmen? Versuch mal was. Die warten immer noch sehnsüchtig hier, die Herrschaften. Das Licht fällt hier ein, genau auf diese Stelle am Sockel. Das ja, Licht fällt hier ich? Ein. Genau auf diese Stelle am Sockel. Nee, scheinbar nicht. Gab's da wieder... ah, ich muss... oh, ich bin so ein Depp. Gab's da wieder ein Dings zum Durchgucken?
Nee. Ja, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich drehe jetzt einfach mal irgendwas. Das hier ist relativ sauber. Das hier ist relativ sauber. Und was noch? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ah, okay. Was ist das? Ja, scheint so. Das hat funktioniert. Okay, super. Hui. Alter, was Pi, ist das jetzt? Wir haben es geschafft. Da ist sie. Die Höhle des kosmischen Wissens. Larry? Höhle? Klar, das ist doch eindeutig eine Höhle. Das runde Ding ist der Eingang. Sieht man doch. Guck mal genauer hin. Wohin? Ich geb's auf. Das sieht mir eher nach einem Raumschiff aus, oder? Das ist mir zu hoch. Aussparung. Ballförmige Aussparung. Da muss was eingesetzt werden. Ja, und ich weiß auch da genau, was... Da muss was eingesetzt werden. Die Spitze steht in der Lobby. Das sind die Steine jetzt. Ich habe sie gefunden. Jetzt muss ich noch reingehen. Die Höhle mit kosmischem Wissen darin. Die bekomme ich nicht einfach so auf. Unendliche Weiten. Depp. Ja, jetzt, jetzt muss ich wohl die Steine sammeln. Pi? Ja? Wie war das nochmal mit den Schlüsselsteinen und der Höhle? Es gibt hier eine Höhle des kosmischen Wissens, in die wir Faith bringen. Aber um sie zu öffnen, brauchen wir 4 Schlüsselsteine. Irgendwie vergesse ich das dauernd. Du musst mir auch richtig zuhören. Hm? Was? Wieso? Vergiss es. Er versuchte mit einer kleinen Crew, die Unsatisfied aus dem Archipel zu segeln. Aber gewaltige Wellen schlugen sein Schiff gegen die Felsen. Einer dieser Felsen war der sagenumwobene Penisfelsen, der heute noch als Fruchtbarkeitssymbol verehrt wird. Also ist sein Teil des Schlüsselsteins vermutlich dort mit ihm gesunken. Vermutlich. Okay. Er ist durch Sexsucht an einer gebrochenen Hüfte gestorben. Jedenfalls wurde er auf Muffington Island begraben. Wahrscheinlich mit seinem Schlüsselstein. Okay. Über sie sind kaum Informationen erhalten, außer dass sie mit Cockburn gelebt hat. Ich muss diese zweite Seite finden, um zu Lady Gobbledicks Grab zu gelangen und mehr über ihren Schlüsselstein herauszufinden. Er hat sich in den Vulkan von Kalaua gestürzt. Aber du könntest beim Vulkan nach Spuren suchen. Beim Vulkan. Okay. Auch nichts. Du solltest... Bzz, bzz.
Irgendwie passt das bei dir immer öfter, oder? Mir geht's gut. Vielleicht sollte ich dich mal in einen Handyladen bringen. Hast du hier... Gut, ja. So, der Vulkan ist auf der Insel hier. Auf Muffington Island muss irgendwo ein Grab sein. Geh nochmal dahin. Und dann gehen wir nochmal auf die Cancun-Insel zurück. Oh, ein Männerskelett. Kann ich ihn mal fragen, wo hier irgendwo ein Grab ist? Ich muss weg. Nee. Ist keine Gliedmaßen, die du nicht... Ja, das bringt alles nichts. Ich hab aber auch nichts. Kann ich dem irgendwas geben? Hier ist ja sonst nichts mehr. Wie komme ich denn hier dran eigentlich? Von hier aus komme ich nicht ran. Sobald ich hier irgendwo langlaufe, fängt die mich wieder ein. Die Wendy. Dann gehen wir erst mal auf Cancun und gucken mal nach dem. Aber wie komme ich denn an den Vulkan? Die Olle hier fragen. Nee. Bis später. Da ist er. Da ist er. Ich brauche den Schlüssel hierfür. Der wird's nicht bringen, oder? Na, damit werde ich es nicht aufbrechen können. Bleib locker! Ich geh nochmal hoch zu Bobby. Vielleicht kann die mir nochmal weiterhelfen. Kann ich den Stein aus dem Foyer haben? Der ist echt hübsch. Ich würde ihn nur aus der Hand geben, wenn ich im Gegenzug ein anderes Andenken an Reginald Cockburn erhalte. Vielleicht seinen legendären Siegelring. Der hat angeblich ganz außergewöhnliche Kräfte. Ist der Vulkan eigentlich noch aktiv? Der ist sogar ziemlich aktiv. Deswegen geht dort niemand hin. Natürlich sehen einige durchgeknallte Abenteurer das als besonders große Herausforderung. Aber das ist dann das Problem der Lava, nicht meins. Wo ist denn hier eine Insel mit einem besonders gefährlichen Riff? Wenn ich dir das sage, fühlst du dich herausgefordert, dorthin zu fahren? Das hatten wir ja alles schon. Vielleicht. Mit deinem sogenannten, dann sage ich es dir besser nicht. Sonst habe ich dich auf dem Gewissen. Fuck. Ich gehe jetzt. Aber vielleicht will dann eine andere Frau mit mir Sex haben. Wenn sie sonst... Die hat aber auch... Stimmt die hier. Ihr
kann ich nicht einfach hin, gell? Jetzt habe ich eine Planke. Okay. Kann ich noch hier woanders hinfahren? Vom Hai gefressen. Naja, gut, dann halt nicht. Aber wir haben eine Planke. Kann ich die Planke... Ich hab da so eine... Idee. Die Planke habe ich noch, oder? Ja. Dann, mal ganz kurz. Wächst da auch noch euch die Idee? Die wollen mich doch verarschen hier. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Ah, schade, wäre auch zu schön gewesen. Wäre auch zu schön gewesen. Das ist gut so, wie es ist. Hm. Gute Idee, aber so nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das lässt sich nicht kombinieren. Schade. Das hilft mir nicht. Gute Idee, aber so nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das hilft mir nicht. Das ist jetzt blöd. Weil da geht's bestimmt zum Vulkan. Na, zur Treppe komme ich nicht, weil mir die heiße Quelle den Weg versperrt. Was mache ich mit der Planke? Das lässt sich nicht kombinieren. Ja, wäre auch schön gewesen. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Kann ich hier irgendwas reinschütten? Nein, das werfe ich da lieber nicht rein. Den Wodka für die Olle? Nein, das werfe ich da lieber nicht rein.
Wie komme ich zu dem Vulkan? Und wie komme ich zu der Insel mit dem Riff? Ich muss da nochmal schwätzen hier mit den Leuten, glaube ich. Ich muss weg. Nicht absaufen. Verdammte Hacke. Ich glaube nicht, dass ich einfach so einen Schlüssel bekomme. Mir reicht's. Ich höre jetzt nicht mehr hin. Die werden sicher sauer, wenn ich hiervon was mitnehme. Auf der Plakette steht ein mysteriöser, einige Jahrhunderte alter Liebeshut mit einem unbekannten Zweck. Aus dem Nachlass von Reginald Cockburn, einem der Gründerväter des Archipels. Wissenschaftler vermuten einen Zusammenhang mit der sagenumwobenen Höhle des kosmischen Wissens, die sich im Archipel befinden soll. Dort befinden sich der Legende nach unermessliche Reichtümer. Wer sie betritt, erlangt das Wissen des ganzen Kosmos, heißt es. Hm,